Hallo, liebe Freunde, Abenteurer, Skyrim und Anduril-Fans und alle, die sich nicht angesprochen gefühlt haben, ein herzliches Hallo und Willkommen zu Cap Games und eine weitere Folge von Anduril. Und ihr seht ja da hinten die Burg. Und ich habe da jetzt heute mal irgendwie voll Bock drauf, zu schauen, was da los ist und wie es da so abgeht und wie die Leute so drauf sind. Vorher machen wir hier eine Wasserrutsche. Juhu! Ab geht's. So. War ich schon die ganze Zeit gespannt drauf. Aber ich finde, die sieht ja sehr gut aus. Und ich vermute mal, da geht richtig die Post ab. Da ist noch richtig Leben in der Burg. Frage ist natürlich, ob wir jetzt einfach so da reinkommen. Können wir jetzt irgendwie hier hochklettern? Okay, das sieht nicht so aus. Ich vermute aber mal da hinten. Ah, hier haben wir doch schon sowas wie ein Bootsteak. Ein Bootsteak. Kommen wir da raus? Guck mal einer an. Hallo, Fischi. Den haben wir sogar gefangen. Es war Magie. Okay. Ha! Das... Oh, was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Nein! Nein! Ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Wie meinen? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Das ist die Händlerin Eshra Miraya. Ein Todesgott? Stirn runzeln. Falls ihr irgendwann auch noch etwas Sinnvolles wagen wollt, wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Nein, wir machen mal ein Todesgott. Was? Die Dame war am Schlafen. Hallo? Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Ach was? Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Das ist eine lange Geschichte. Die Frau ist, was macht die, die Frau... Die Frage ist, was macht ihr so weit hier draußen? Ihr wirkt jedenfalls nicht wie die typische Abenteurerin. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händlerin und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche, gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Dabei ist das nur ein Karnevalskostüm, was ich anhabe. In Wirklichkeit, naja. Lasst mich raten. Es hat mit dieser Elfriede zu tun. Ach, ja, meine Elfriede. Man hat sie entführt. Gestern Nacht erst. Bei den Sternen. Ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen. Und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Dann hat man sie entführt. Irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Die Banditen? Nein, ein Vatyr. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr?
Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefressen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Gegen einen Vatrün kämpfen? Da verlangt ihr eine ganze Menge von mir. Was ist da für mich drin? Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wartet hier. Oh, bei den Göttern. Hab Dank. Beeilt euch. Elfriede aus der Dreiflusswacht retten. Schreitet wohl. Tja. Da habe ich mir wohl was angetan. Aber ich bin eben ein freundlicher Mensch und immer hilfsbereit. Wissen wir denn jetzt, wo wir hin müssen? Nein, ne? Wahrscheinlich ganz genau entgegengesetzt. Dabei wollten wir doch erstmal, also das können wir ja später machen. Hallo. Wir wollten uns ja mal ein bisschen hier umschauen. Ah. Welcher Glanz. Na du? Ja, hi. Ja, hallo. Wer bist du denn? Ja, fein machst du das. Ja, fein machst du das. Ja. Mama, mach. Ja. Ja, du bist aber ein ganz böser. Oh, ich hab Angst. Ja, Mama sieht's. Mama sieht's. Mama sieht's. Oh, ich kann dir gar nichts tun. Der ist so ein Süßen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Pass du schön auf. Machst du fein. So. Ja. Okay. Was haben wir denn hier so? Ist das nur so ein Tor? Ja. Hier gehen Treppen. Aha, okay. Hier gehen Treppen auf. Das ist aber ziemlich kaputt hier. Okay. Müssen wir jetzt hier drauf hüpfen, oder? Oder? Geht's hier hinten noch entlang? Ah ja, hier sind Treppen. Oha. Nee. Leute, nein. Damit bin ich nicht einverstanden. Verschwindet. Komm her! Erstmal deine Zähne hier. Putz mal deine Zähne. Eklig. Küstenpirscher? Was hat denn der? Ja, Fleisch, das haben wir uns verdient, auf jeden Fall. So, stecken wir mal wieder weg. Boah, was für eine Aussicht, Leute. Zieht euch das mal rein. Warte mal, so zu der Musik. Ihr wisst das ja. Wonderful. So. Was haben wir denn? Können wir auch Pilze nehmen? Ja. Zumindest nicht diese. Ey, wir sind vollkommen verkehrt hier. Und eigentlich wollten wir doch... Was soll ich hier oben? Was mache ich hier? Ja, da oben gehen wir auf jeden Fall nicht hin. Ich wollte zu der einen Burg. Aber irgendwie... waren das nur Burgmauern wahrscheinlich. Weil, da ist doch die Burg, oder nicht? Wie sind wir denn? Ah, okay.
Komme ich jetzt auch hier unbeschadet runter oder breche ich mir jetzt alle Knochen? Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, da sind Treppen. Wir müssen da entlang. Ach, da sind wir aber ganz schön. Jo, du bist aber auch ein Feiner. Schön aufpassen. Sind wir ganz verkehrt gelaufen jetzt. Okay, da hinten ist die Burg. Guck mal, so schnell wären wir da gewesen. Hey, jo. Oh. Ich dachte, hier wäre noch Leben. Hallo? Hallo? Es sieht aber alles so verlassen aus. Eine Steintafel. Zu Ehren Dalgalas. Den Heilbringer. Der Helene. Der Helere. Wie habe ich jetzt... Okay. Tja. Von außen sah es ja echt nach Leben aus, aber wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, ist das ja echt nur noch eine Baracke. Ach, was bist du denn für einer? Geht's noch? Hau ab, ich tu dir doch nichts, ich tu dir doch nichts, ich wollte doch nur, hallo. Ja, ma. Das gibt's doch nicht, der bleibt an mir dran, der bleibt an uns dran. Boah, Wahnsinn. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Nee, der war ranzig, ne? Haben wir auch was Vernünftiges? Auch einen ranzigen. Weg damit, nochmal weg damit. Das Fieber hat sich verschlimmert. Dies wirkt sich negativ auf eure Charakterwerte aus. Ach, dankeschön. Guck mal an, wie sauer ich gucke. Was ist denn das für ein Arschloch, ey? Ich glaube auch nicht, dass wir den... Hau ab. Ich glaube auch nicht, dass wir den besiegen können. Aber wir wären ja nicht der Cap, wenn wir es nicht versuchen würden. Nein, den können wir nicht besiegen, den können wir nicht besiegen. Nein, der geht sogar ins Wasser. Der schwimmt uns hinterher. Bitte was? Wie krass. Nein. Boah, Leute, ey. Ach, ey, du mit deinem Fieber. Boah, ey, was ist hier los? Was ist hier los, Leute?
nein, 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 nein. Ganz, ganz verkehrt. Warte mal. Ausdauer, Ausdauer. Ranzig. Frostschutz, Manta. Nein, was ist denn hier los, ey? Warum will mich denn hier jeder töten? Das kann doch echt nicht wahr sein. Albtraum. Oh, wir sehen immer schlimmer aus. Wir müssen sofort zu unserem Camp. War nicht hier. Wir müssen hier rüber schwimmen. Nee, ist klar. Bleib da, wo du bist. Scheiße. So, mal kurz überlegen. Hier sind wir richtig. Hier kommen wir zu unserem Camp. Oh, friedvolle Musik. Warte mal. Wir sind doch jetzt richtig, oder? Das war doch das Geisterschiff. Ah, ja. Dann müssen wir hier entlang. Da müssen wir hin. Da ist unser Zuhause, Leute. Unser Zuhause. Wir müssen uns sofort hinlegen. Energie. Ganz wichtig. Wahnsinn. Wahnsinn. Wir hätten es um ein Haar, wären wir kaputt gegangen, Leute. Also ihr seht, mir geht's gar nicht gut. Ich hoffe trotzdem, euch hat das kleine Abenteuer ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und irgendwas müssen wir uns überlegen, Mann, ey. Hier sind solche Gegner. Da brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen uns noch richtig gut aufrüsten. Bis bald, euer Cap. Ciao, tschüss.